Hallo ihr Lieben, jetzt kommt die kuschelige Weihnachtszeit. Ich bin ja total der Fan davon. Alles ist gemütlich und überall Kerzen. Und heute möchte ich euch einen Nagel präsentieren, der wieder total schön ist. Und zwar habe ich mir überlegt, euch eine Weihnachtskugel zu zeigen, die in 3D gestaltet wird, mit Liquid Stone Flakes und in Kombination mit Stamping. Viel Spaß dabei! Ich habe auch hier den Nagel wieder vorbereitet und zwar habe ich von uns Wings of Heaven genommen, 522, und habe jetzt einmal den Ultra Gloss darüber aufgetragen, den hier zum Versiegeln, weil ich danach den Nagel nochmal anbuffern werde, um dann zu stempeln. So, ich habe mich jetzt für die Festival Collection entschieden und zwar die 02. Hier sind ganz viele Eisblümchen drauf. Stamping Lack benutze ich den weißen heute von uns und zum Stempeln an sich nehme ich wieder den Clear Stamper, weil man halt, wie gesagt, von oben richtig schön durchschauen kann und damit gut platzieren kann. Die Ränder mache ich zum Schluss sauber. Jetzt säubere ich erstmal wieder meinen Stamper an der Fusselrolle, sodass der auch wieder sauber ist. Und jetzt versiegele ich den Nagel nochmal mit dem Ultragloss, um danach unser Mermaid, also Meerjungfrauenpigment 107, so einen leicht grünlichen Schimmer, am Deckel sieht man es oben, werde ich dann darüber auftragen. Um das Pigment gleich aufzutragen, nehme ich unseren Applikator, der treibt es hier richtig ein. Dafür nehme ich mir einen ganz dünnen Pinsel, und zwar unseren Artist Silhouette 2. Und trage einfach mal hier direkt auf das Pigment, also es muss noch nicht versiegelt werden, eine Kugel auf. Und jetzt lege ich direkt auf die Farbe unsere Liquid Stone Flakes. Hier habe ich jetzt die 106 und lege mir so ein paar nur in die Farbe rein, dass es so leicht schimmert noch zusätzlich. Und lasse es danach komplett aushärten. So, nach dem Aushärten nutze ich jetzt von uns das Liquid Stone Gel, und zwar das Blau. Glassy Skyfall heißt es auch schön. Und baue mir damit die Kugel auf. So, jetzt nehme ich mir was davon auf den Pinsel und trage das direkt auf den silbernen Ball hier auf. Und jetzt nimmt man einfach ein bisschen mehr und ja, kann eigentlich die Kugel so hoch machen, wie man möchte. Ich finde, das sieht immer richtig toll aus für den Winter. Die Kugel ist jetzt ausgehärtet und jetzt werde ich oben mit dem Silber noch ein bisschen nachzeichnen. Jetzt ist er fertig, der Nagel. Jetzt gehe ich hier einfach mit Nagellackentferner nochmal oben lang an den Rändern und mache die Stampingreste ab. Fertig ist unser Weihnachtsdesign, unsere Kugel. Ja, jetzt ist die Kuschelzeit angekommen. Ihr habt eine Weihnachtsidee von mir bekommen. Ich denke, ich werde noch weitere Weihnachtsvideos drehen für euch, dass ihr noch ein paar Ideen bekommt in der Weihnachtszeit. Und viel Spaß beim Ausprobieren mit der Kugel und ich freue mich über Bilder von euch. Bis bald!